Hier einfach nördlich weitergehst, am Tor des Hauptlagers vorbei, kommst du unweigerlich dorthin. Da leben Unmengen von Viechern, vornehmlich Snapper. Die scheinen sich dort wohlzufühlen. Einige nennen es deswegen ja auch Snapperland. Nicht gerade berauschend, aber es beschreibt treffend, was man dort fortfindet. Als wenn Ödland ein besserer Name wäre. Tja, einen wirklichen Namen hat das Gebiet nun mal nicht. Was sind Greife? Wir sind diejenigen, die auf das Lager aufpassen und Acht geben, dass keine Rekruten das Lager entdecken oder gar stürmen. Unsere Hauptwaffe ist daher der Bogen. Nichts ist tödlicher als ein Angriff aus dem Unterholz. Aber auch eine Nahkampfwaffe ist unser ständiger Begleiter. Kann ich ein Greif werden? Ein Greif wird man nicht. Ein Greif ist man oder eben nicht. Wenn du bei uns aufgenommen bist, bist du berechtigt und verpflichtet, das Lager zu schützen. Dafür allein braucht es keine spezielle Ausbildung. Nur, wenn du bei den Außenposten Wache halten willst, solltest du mit dem Bogen umgehen können. Dort stellen wir nur Leute hin, die auch zielen können. Bei mir kannst du jederzeit deine Bogentechnik verbessern. Und so einige Geschicklichkeitsübungen habe ich auch auf Lager. Wie sieht es mit Kraft- und Schwerttraining aus? Bis zu einem bestimmten Grad kann ich dir bei Einhändern und Stärke sicherlich weiterhelfen. Aber meine Fähigkeiten sind begrenzt. Und von Zweihändern verstehe ich gar nichts. Da muss ich dich auf andere verweisen. Stärke trainiert Rachel, wenn sie Zeit hat. Du solltest es dir mit ihr also nicht verscherzen. Eine Frau? Ja, aber ein Mannsweib. Sie ist nicht ohne Grund unsere Schmiedin. Zweihand bietet Nelfka an. Er ist einer von Sides Leibwächtern und steht immer vor seinem Haus Wache. Willst du zu Side, kommst du an Nelfka nicht vorbei. Bring mir... Okay, das ist einfach nur so normal. Okay, das können wir... Warte mal kurz... Ich, das ist vergessen, habe ich schon ausgerüstet, sehr gut. Vielleicht brauche ich den nochmal. Hey, du. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja wirklich nicht. Aber das willst du sagen, ist ja der Wahnsinn. Ist ja der Wahnsinn. Okay, gucken wir uns erstmal hier um. Ich sehe Pilze, gefällt mir. Sorgt für mehr Mana. Mana. Gut. Vorsichtig, Vollgas rein da, ne? Vorsichtig mit Vollgas. Ich werde vorsichtig diese Wand untersuchen mit Vollgas. Okay, wir haben noch so einen Teleportplatz hier. Da liegt noch Zeug rum. Wolfsklinge? Ja, die habe ich schon. Zweimal, glaube ich, sogar. Wo liegt denn hier so ein Müll rum? Im Fall, dass man allen vorbeigelöst, im Fall, dass man noch keine Waffe gefunden hat. Hier so im dritten Kapitel. Sumpfkraut. Mehr Sumpfkraut. Sehr gut. Unkraut, Sumpfkraut. Hallo, nicht was. Das Unkraut sollst du mitnehmen, nicht irgendwelchen Scheiß benutzen. Kann man Unkraut rauchen? Ja, man kann alles rauchen. Das ist eine Frage des Wollens. Eine Frage des Wollens ist das doch. So, schläft hier jemand? Nee, er sieht noch eher wach aus. Aber Höhle zählt ja nicht als
Gebäude, glaube ich. Kann das überhaupt das Gebäude sein? Guck mal, kann jetzt hier nicht was basteln. So, Seelenkristalle. Hey. So, machen wir gleich. Bist du ein Alchemist? Ganz recht. Ich bin ein Alchemist. Ich heiße übrigens Lou. Freut mich, dich kennenzulernen. Kann ich etwas für dich tun oder möchtest du vielleicht etwas kaufen? Was hast du denn anzubieten? Vornehmlich Schnaps. Rum, Grog, Wacholder oder sogar schnellen Hering kann ich dir anbieten. Doch meine wahre Spezialität nennt sich Lou's Hammer. Originell, nicht? Warst du mal Lehrling bei Vanadium? Ach was, woher weißt du das denn? Hat der alte Greis von seinem fantasierenden Lehrling erzählt? So könnte man es auch nennen. Ich bin allerdings nicht hier, um über deine Vergangenheit zu sprechen. Naja, obwohl... Doch, eigentlich schon. Dein Lehrmeister erwähnte, dass du mal eine Drachenseele gefunden hättest. Eine was? Ich habe noch nie einen Drachen gesehen. So lebensmüde bin ich nicht. Ein Schnauben hätte früher schon ausgereicht, um mich in die nächste Höhle ins Versteck zu treiben. Aber du hast doch deinem Meister eine Zeichnung von einem Drachenkopf gezeigt, oder nicht? Ach, das Ding. Ja, der alte Zausel wollte mir nie glauben, egal was ich ihm gezeigt oder wovon ich ihm erzählt habe. So wie er wollte ich nicht werden und bin deshalb eines Tages einfach abgehauen. Mich hat dort nichts mehr gehalten. Und Anerkennung suchte ich bei ihm vergebens. Lou's Hammer? Ist das eine Eigenkreation? Du enttäuscht mich ein wenig. Ich dachte, das erkennt man am Namen. Verkaufst du das Rezept? Das gebe ich eigentlich nicht gerne aus der Hand, vor allem nicht jemanden, den ich nicht gut kenne. Wo hast du diese Drachenseele gesehen? Also das Gewächs. Willst du es dir holen? Ich wüsste nicht, wieso ich dir dabei helfen sollte. Du willst dich wahrscheinlich sowieso nur an der Seltenheit dieser Pflanze bereichern. Wo? Willst du es? Ich wüsste, du willst dich wahrscheinlich... Tu mich auch. Zeige mir dein... Aber gerne. Oh, ein Apfel. Überseeserung. Unbekannt. Hat nicht mal den Namen. Traulos Hammer. Ich kaufe mal einen. Ja, dann halt nicht. Gefühl, dass die Kiste hat möglicherweise Probleme, wenn ich die Kiste jetzt einfach öffne. Deswegen lassen wir sie erstmal noch zu. Gehen wir rein in die Fresse. Scheiße, aufsammeln. Okay. Ist natürlich schon wieder Nacht, das heißt, die schlafen schon wieder alle. Immer die gleiche Scheiße. Scheiße, was haben wir da noch so? Weg nach oben. Was lag jetzt da, würde ich sagen. Das heißt, das hier irgendwie ist komplett anderes. Finde ich gut. Vielleicht. Vielleicht, ich weiß nicht, gucken wir mal. Aber hey, kannst gar nicht zum Lager gehen, oder? Dolch. Ich meine. Achso, da ist noch eine. Hey. Hallo, Griswold. Stimmt, hier war ich auch schon mal. Ist der Baum, oder war ich hier schon mal? Muss ich ja im Prinzip. Ich sollte auch einfach dann vorbeigelaufen bin. Leuchtet ein grünes Licht. Hm.
Erleuchtet ein grünes Licht. Wow. Dumme Mistviecher, Dumme. War ich hier schon mal? Ich bin mir nicht sicher. Sieht auf den Mengen an Zeug, die hier rumliegt. Ich korrigiere, hier liegt noch Zeug rum. Das heißt, ich habe entweder nicht richtig aufgeräumt. Oder ich war hier noch nie. Die Gegner könnten noch nachgespawnt sein, weiß man immer nicht so genau. Ja, was sind nur noch Snapper? Die Zeit, wo die problematisch waren, ist vorbei. Nee, hier sind auch noch Pilze. Hier bin ich definitiv schon mal lang gelaufen. Er ist wahrscheinlich nachgespawnt oder so. Ich habe ja nicht richtig aufgeräumt oder meine Magie war alle oder irgendwie sowas wieder. Irgendein dumme Scheiß war da bestimmt wieder. Wo ist jetzt hier wieder runter? Da. Da geht's runter. Werde ich wach? Werde ich munter? Ist da in dieser Senke noch was? Nein. Gut, jetzt können wir wieder zurück ins Lager laufen, hoffe ich. Sieht doch gut aus. Wo soll das auch nicht gehen? Verbuggt wahrscheinlich, ja, das wäre ein Argument. Auf der anderen Seite lag auch noch was, oder? Ja, doch, hallo. Ein paar Pilze wäre noch geil, damit ich mehr Mana haben kann. Mehr Mana. Ich habe immer noch nicht genug. Hey, was willst du? Na rein! Und warum sollte ich das tun? Ich kenne dich überhaupt nicht. Mein Geld liegt in Sides Händen. Und jetzt lass mich rein. Denkst du, die Dürre? Mit dem Losungswort kommst du bei mir nicht durch, mein Freundchen. Aber ich bin doch vertrauenswürdig. Was willst du noch? Du hast mir bis jetzt nur gezeigt, dass du in der Lage bist, dir eine Losung zu merken. Das beweist allerdings noch gar nicht, ob du es wert bist, deine dreckigen Füße auf diesen Boden zu setzen. Ich verstehe. Wie viel willst du? Da soll irgendwo im Norden ein. Komm doch nicht mit der Tour. Aber ich will ja nicht so sein. Wenn du so ein reicher Schnösel bist, dann sollst du blechen. Sagen wir 500 Roperi für einmal eintreten. Ist doch fair, oder? Und wenn ich ein zweites Mal rein will? Na dann spielen wir das Spielchen nochmal. Ich kenne dich nicht mehr und will wissen, was du hier willst. Klingt nicht gerade berauschend. Es gibt doch bestimmt eine bessere Methode, dich zu überzeugen. Ja, ich denke, da ließe sich etwas machen. Die Antwort heißt stinknormale Arbeit. Als wenn mich das abschrecken würde. Schnauze, mache dich hier nützlich und wenn genügend Leute finden, dass du zu gebrauchen bist, dann können wir nochmal darüber reden. Wo finde ich Said? Unser Boss pflegt es, seine Geschäfte von seinem Haus aus zu organisieren. Und wo ist das? Im Inneren des Lagers. Aber da wirst du so leicht nicht durchkommen. Ich habe gehört, dass vor kurzem Magier im Sumpf von Banditen überfallen wurden. Nachrichten sprechen sich ja schnell rum. Wie seid ihr darauf gekommen, sie zu überfallen? Hatten sie etwas Wertvolles dabei? Ich war selber nicht dabei, aber so viel, wie ich von Kelron mitbekommen habe, war nicht viel zu holen. Warum habt ihr sie denn dann überfallen? Wir wurden dafür bezahlt. Sehr gut bezahlt. Es war reine Auftragsarbeit. Ach wirklich? Was wollte der Auftraggeber damit erreichen? Das wüsste ich auch gern.
Soviel ich weiß, war irgendein Gegenstand besonders wichtig, der gestohlen werden sollte. Warum interessiert dich das eigentlich? Nur so. Der Überfall hat viel Aufsehen erregt. Allerdings leider zu viel. Wer war der Auftraggeber? Keine Ahnung. Du stellst mir aber zu viele Fragen. Halt, was willst du? Will ich bestimmt. Wer ist das, der da so schön herumbaumelt? Das ist Alfred. Hat er etwas Bestimmtes verbrochen oder warum habt ihr ihn aufgeknüpft? Er war ein Verräter. Said hat ihn als Warnung für alle weiteren Verräter aufhängen lassen. Du stehst doch ständig nur am Tor. Da muss es doch bestimmt etwas geben, was ich für dich machen kann. Es könnte tatsächlich sein, dass ich etwas für einen reichen Schnösel hätte. Könntest du mal nur für einen Moment mit dieser Scheiße aufhören? Ich meine das jetzt ernst. Ich brauche jemanden, der potenziell Geld hat. An sich macht es auch nichts aus, wenn du kein Geld hast. Du musst nur so tun können, als ob. Und keine Angst, es wird nicht besonders kostspielig. Rede nicht so viel. Ja. Ich habe den Auftrag bekommen, einen Informanten bereitzustellen. Er soll den Aufenthaltsort über einen sehr seltenen Gegenstand herausfinden. Dürfte für dich doch kein Problem sein, oder? So wie du mit deinem Geld immer um dich werfen willst. So viel Geld habe ich jetzt auch nicht. Um was für einen Gegenstand handelt es sich überhaupt? Dragirs Auge. Es ist ein Amulett, das angeblich dem Krieger Dragir gehört hat. Ich glaube ja persönlich nicht so an Legenden, aber es heißt, es besitze magische Kräfte. Ob magisch oder nicht, das ist mir einerlei. Komm aber bloß nicht auf den Gedanken, es zu stehlen. Das würde mich ruinieren. Okay. Wieso musst du dann wissen, wo das Auge ist? Warum erfahre ich? Das braucht dich nicht zu interessieren. Je weniger du weißt, umso besser. Ei, jetzt musst du mir nur noch sagen, was für mich dabei drin ist. Ich weiß ja noch gar nicht, wie schwierig es sein wird, etwas darüber in Erfahrung zu bringen. Versteht sich doch. Bitte? Ich bin der Kerl, der bestimmt, ob du reinkommst oder hier draußen vergammelst. Also mach die Arbeit. Vielleicht springt sogar noch eine kleine Gefälligkeit für dich raus. Kommt natürlich drauf an, was du mir für Informationen lieferst. Halt, was willst du? Ich möchte erstmal gehen. Okay, ich muss Informationen liefern. Kann ich nicht. Kommt man auch irgendwie drum rum? Hallo, nehmen Sie mal Pfeil und so. Guck mal, wie ich da rankomme von hier unten. Ich bin lieber ein Magier. Puh, wo soll ich jetzt einen Magier herbekommen? Ich meine Magierrobe. Überhaupt nicht auffällig ist, wenn ich nach Überfällen auf Magier frage. Alles gut. Ich hole die hier hin. Ich habe genau gesehen, dass ihr Zeug wiegt. Da hoch. Mehr Glück als Verstand. Haben andere. Ich nicht. Ich habe nur können. Ja, ist auch gelogen. Was könnte ich denn überschreiben? Habe ich noch mal ein Plätzchen frei? Hafen, Orinshof. Orinshof klingt auch gut. So, das ist einfach nur hier lang, okay. Oh, hast du hier zwei Hände. Genau, was er gebraucht hat in meinem Arsenal, das ich nicht benutzen kann, weil ich nicht genug Stärke habe. Exzellent. Aber komme ich da nicht eigentlich rüber? Ich meine, das sieht so aus, als könnte man hier einfach seitlich vorbei rauf. Ich kann das nicht mehr hören. Meine Meinung kennst du ja schon. Die
Sieht sehr stark aus, als hätte da... Also... Sieht schon so ein bisschen aus, als könnte man den Typen einfach umgehen. Also so minimal vielleicht. Nicht, dass ich das jetzt vorhab, aber... Ist denn hier oben noch so? Feuernässe? Hier liegt sogar Zeug, also... Nun! Soll das so? Ich weiß nicht, ob hier leuchtende Sachen. Soll scheinbar so. Ja, vielleicht nicht genau so, aber... Weißt du Bescheid. Jetzt nehmen wir natürlich erstmal alles mit.